Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Elden Ring. Im letzten Part haben wir diese lustige Burg, die hier irgendwo da hinten oben in Eck war, eben erkundet und eigentlich auch relativ entspannt geklärt soweit. Und ich würde sagen, wir machen uns heute jetzt wirklich dran, diesen Fettdrachen zu organisieren. Bevor wir das aber tun, wäre es, glaube ich, ganz clever, wenn wir einmal nochmal aufleveln, damit wir die Seelen, die wir bis jetzt hart erarbeitet haben, nicht verlieren. Wir brauchen noch... noch eine ganz schöne Menge. 2000 brauchen wir noch fürs nächste Level. Aber ist ja kein Problem. Ich habe ja eine Menge Dinger am Start. Inventar. Von diesen Seelenkügelchen. Da ist doch ein bisschen was. Guck mal hier. Runde 3. Hiervon haben wir 13. Die nehme ich jetzt alle. Auswahl nutzen. Gib mir mal alle 13. Ja. Reicht schon? Ja, guck mal, wie das schon ausreicht. Ehre. Stufenaufstieg, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal komplett volle Lotte auf Kraft und Kondition, oder? Das machen wir jetzt. Dann kriege ich ein bisschen mehr Ausdauer und ich kriege ein bisschen mehr Damage und Lebenspunkte vor allen Dingen. Also jetzt bumsen wir erstmal auf Kraft rein. Bestätigen. Zack, zack. So, okay. Will ich die Dinger jetzt schon alle verbrauchen? Ich glaube nicht. Wir machen erst den Drachen. Lass mal erst den Drachen machen. Gut, soweit, so gut. Jetzt gucken wir mal auf der Map. Wir müssen jetzt zum nächsten lustigen Dingensbummens. Das wäre hier. Jetzt ist die Frage, kommen wir da am besten hin? Wahrscheinlich am besten hier hingehen. Ah, das ist dieser Kristalltunnel. Ich setze mal hier eine Markierung und dann gehen wir zum Kristalltunnel. Oder wir gehen einfach von hier aus den Weg entlang. Festung Faroth. Ich weiß nicht mehr, was das war. Gehen wir zur Festung, komm. Auf zur Festung Faroth. Ich glaube, das war das Ding, wo sogar der weiße Drache ist, kann er sein. Ja! Hier ist der weiße Drache. Ja, nice. Okay, um den kümmern wir uns gleich. Erst will ich die Map haben. Erst die Map und dann den Drachen. Dafür müssen wir eigentlich nur dem Weg folgen. Der hier lang führt. Da war, glaube ich, auch so nichts wirklich Gefährliches. Man konnte da ganz entspannt einfach dem Weg folgen. Okay, ich bin ja komplett sonst wo, ab vom Schuss. Was ist hier passiert? Gehen wir mal außen rum. Weil ich weiß, dass da auch noch ein Drache ist. Dann gehen wir jetzt mal doch hier so ein bisschen abseits der Wege. Vorsichtig, mein kleines süßes Pferdchen. Wow. Ach, hier sind wir. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ihr habt doch so krass gelevelt, wenn ihr euch noch erinnert. Das war eigentlich ganz cool. Was ist das denn für ein blaues Ding? Ich weiß es nicht. Hier ist ein Riesenkugelding. Der ist 1 Kilometer groß, der Boy. Okay, what the fuck? Wir hauen erstmal weiter ab. Solche großen Käfer gibt's? Eindruckend. Da sehen wir den Drachen, glaube ich, gleich von vorne. Alles cool, Leute. Bleibt mal entspannt. Ich will nichts von euch. Ich will eben nur diesen, ne? Ach, das blaue Ding ist mein Wegpunkt. Bin ich ein bisschen bescheuert? Ja, klar. Da ist der nächste dicke Drache. Alter, hier ist alles voll mit Drachen. Moin. Ich sammle das eben ein und dann verpisse ich mich, ne? Tschüss. Kein Bock auf dich. Da ist er auch schon. Karte gefunden. Drachenhügel, okay, das ergibt Sinn. Aber die sind alle relativ entspannt, ne? Muss man ja einfach mal sagen. Jetzt haben wir auch den Drachenhügel und nu. Jetzt muss ich nochmal auf die Map gucken, ja. Ich habe nämlich vom guten Flo, Grüße gehen raus an den Flo, der war so nett und hat mir die Karte... Hat mir in der Karte eingezeichnet, wo ich den Drachen finde. Und es ist genau da, wo wir gerade waren. Hier bei der Festung. Warte mal, ciao. Okay. Und den kann man wohl entspannt wegknölzen. Man muss einfach nur an seinen After hauen, weil da wehrt er sich nämlich nicht. Das war das, was mir so zugeteilt worden ist. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal. Ob das auch wirklich funktioniert. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber wäre natürlich geil. Dauert einfach nur wohl ewig. Müssen wir eben den Marker wieder umplatzieren? Nein. So.
Meine Fresse, wieso kann ich die Karte nicht mit dem Knopf schließen, mit dem ich sie öffne? Das macht mich fertig. Aber ist egal. Jetzt hier hin und hau jetzt hier auf den Tail drauf. Nachricht lesen. Blutverlust voraus. Guck, der wehrt sich nicht. Alter, der Boy wehrt sich nicht. Alter, wie lange wird denn das dauern? Also ich sehe, dass der Balken runtergeht. Aber geht sehr langsam runter. Ich höre Schreie. Schreie sind am passieren. Ich klotze jetzt mal drauf. Mir wurde mitgeteilt, das kann so 20 Minuten dauern. Du, man muss sich auch mal die Zeit nehmen, ne? Was man nicht alles für ein bisschen Seelen tut. La 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 la. Okay. Er hat einmal so einen kleinen Damage Boost bekommen. Weiß nicht, wo der herkam. Was passiert, wenn ich jetzt Was war das? Nee, 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 nee. Umgekehrt. Genau. Da. Mach ich da mehr Damage? 79. Einfach draufknürzen, bis nichts mehr geht, weißt du? Mach mal den Leido-Modus hier. Und zack. Leido-Modus. Zack. Also viel mehr bringt das auch nicht. Ah, immer draufklopfen hier, immer draufklopfen. Ich darf nicht so viel reden. Einfach machen, ne? Aber dass er sich auch nicht bewegt, ne? Der chillt hier halt rum, chillt seine Nuggets, freut sich des Lebens und lässt sich von uns hier einfach wegprügeln. Weil er da Bock drauf hat. Da einfach richtig Bock drauf, der Boy. Und manchmal kriegt er zwischendurch richtig Damage. Das könnte dieses Bluten sein, was dann gelegentlich getriggert wird. Herr der Drachen. Kurz die Ausdauer wieder auffüllen. Ich glaube, es dauert doch gar nicht so lange. Wenn man überlegt, guck mal, wir haben jetzt schon, ich würde sagen, knapp ein Drittel, ne? Ah, guck mal. Helfen. So, dann dauert das gar nicht. Einfach draufknölzen. Geht es schon. Aber dass er sich nicht bewegt, dass das halt geht, finde ich beeindruckend. Lass mal kurz warten, bis der grüne Balken wieder voll ist hier, wie die Ausdauer, ne? Immer drauf da. Oh, es ist fein. Jo. Mir wurde von Flo auch noch eine Waffe empfohlen, und zwar das Mondschleier-Katana. Wenn wir hier gerade eher auf den Drachen klopfen, können wir ein bisschen reden. Da brauchen wir 12 Stärke, 18 Geschick und 23 Weisheit. Mal sehen. Ich glaube, das meiste hatte ich schon, nur Weisheit noch nicht. Auf Weisheit wäre ich jetzt so gar nicht gegangen. Alter, was ist los mit diesem Drachen? Der ist einfach so alt und fett, der bewegt sich nicht mehr. Der bleibt einfach chillig liegen. Ist die Weiße, komm, was soll's. Gönnung. Mach mich mal ruhig fertig. Dann wurde mir auch noch von H.E. gesagt, check mal, was du für die Todeswurzel bekommen hast. Ja, das hätten wir mal seinerzeit gleich tun sollen, denn ich glaube, ich werde das mir jetzt nicht mehr zusammenreimen können. Muss ich einfach sagen, das ist ja so lang her, dass ich das in diesem Inventarwust vermutlich nicht mehr herausfinden werde, was wir jetzt konkret für die Todeswurzel bekommen haben. Wenn das einer weiß, gerne mal eben in die Kommentare reinäumeln. Wissen wir ja Bescheid, ne? So, der Drache ist bald besiegt. Ah, das ist die spannendste Folge heute, ne? Kann ich dann einen schönen Folgentitel machen? Wir besiegen den fetten, weißen Riesendrachen. Und dann sieht das halt so aus, ne? Hätte ich nicht mit gerechnet, dass das so einfach geht, tatsächlich. Ich weiß noch nicht, ob das so gewollt ist. Wahrscheinlich ja. Vorne wird er wahrscheinlich mit seinen Kranken um einen schlagen. Aber dass er mit dem Tail nicht so ein bisschen wedelt, ist ja wunderlich. Aber gut. Muss er wissen. Ich habe irgendwie voll viele Malus und ich weiß nicht warum. Kann mir das einer erklären? Wo die herkommen? Ich habe hier Rüstung, Schwert und alles. Alles geht runter. Und das Rote weiß ich auch nicht, was das ist.
Wie bekomme ich das wieder weg? Bei diesen ganzen Mali und Boni, da steige ich noch gar nicht durch, muss ich echt gestehen. Aber das wird auch noch. So. Ich glaube, ich muss auch mal das mit den Waffen und so überhaupt richtig verstehen. Weißt du, wenn da irgendeiner... Oh mein Gott, ist er jetzt tot? Tatsache. Drachenherz. Okay, what the fuck? Ich habe echt diesen fetten Riesendrachen platt gemacht. Er ist jetzt einfach weg. Ich hoffe, er ist jetzt an einem besseren Ort. So, okay. Dann zurück an das Ding. Ich habe sehr viele Mali. Ich weiß auch nicht, warum meine Mana-Leiste da offen bleibt. I don't know. Ort der Gnade. Wir haben sehr, sehr viele Seelen bekommen. Die werden wir jetzt alle sofort natürlich in Stufenanstiege umsetzen. Und zwar, was war jetzt hier von ihm gefordert? Weisheit? Weisheit, so viel Weisheit. Alter, ernsthaft? 23 Weisheit, das ist ja enorm viel. Wir haben 9. Braucht man das, um das wirklich zu tragen? Also ich würde jetzt erstmal auf Kraft und Kondition und so ein Krams gehen. Das wäre jetzt erstmal mein Plan. Dass ich jetzt auf Kraft, sagen wir mal noch 1, 2, 3, Kondition, 1, 2, keine Ahnung, ob das clever ist, was ich da tue, aber ich denke schon. Kraft. Kondition. Könnte ich auch voll in Kraft reinballern, ne? Aber ich glaube, so ist erstmal gut. Wir haben Lebenspunkte von 709 auf 833, Ausdauer auf 110 erhöht. Immunitäten gehen hoch, aber Schaden zum Beispiel, Angriffskraft ändert sich gar nichts, wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Angriffskraft tut sich nichts. Und wenn ich das jetzt alles in Dex reinpumpe, einmal kurz gezeigt, dann geht's doch bestimmt mit der Angriffskraft richtig steil. Oh. Ne? Also das liegt, glaube ich, an dieser Klasse und weil wir eine Dex-Waffe tragen. Das ist so meine Vermutung, aber ich bin mir nicht sicher, Alter. Ich raff's nicht so genau. Muss ich echt sagen. Okay, ich pumpe jetzt erstmal Kraft auf 25. Kondition würde ich auch noch 2 draufballern und dann vielleicht doch nochmal wieder ein bisschen Geschicklichkeit. Geschicklichkeit wäre halt so unser Ziel tatsächlich 99, ne? Das ist das Primärattribut eigentlich für diese Klasse. Machen wir mal so eine solide, gesunde Mischung. So. Ja. Jetzt, Alter, wir brauchen jetzt schon 11.876 Runen für ein Level-Up. Alter Focko. Verlassen. Ich muss jetzt mal gerade gucken. Ich habe ja noch ganz viele von diesen kleinen, runden Runendingern im Inventar. Dass wir die eben auch nochmal alle aufbrauchen und leveln. Wenn dann das noch was bringt. Ich glaube, da kriegen wir vielleicht noch ein Level raus. Mit Glück. Oh mein Gott. Ich werde dieser Menüsteuerung nicht mehr Herr. Nutzen. Ich glaube, wir kriegen nicht mal ein Level ab. Alter, was? Heftig. Ah, wird knapp. Nee. Nee, reicht nicht. Scheiße, Bruder. Wenn ich die jetzt verliere, ne? Das tut ja richtig weh. Reicht nicht für ein Level ab. Bei weitem nicht. Holy shit. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich mich schon verskillt habe oder so. I don't know. Ich habe so langsam ein bisschen das Gefühl, dass dem so ist, aber ich hoffe nicht. Aber gut, jetzt haben wir den Dickdrachen umgebracht. Was habe ich denn noch von euch an Kommentaren bekommen? Muss ich eben gerade mal gucken. Den dicken Drachen haben wir gemacht. Ja, Mondschleier-Katana wäre halt, wie gesagt, eine so eine Sache. Aber 23 Weisheit, das sehe ich aktuell nicht. Im Nebelwald gibt es noch einen Händler, der ein gutes Schild verkauft. Das hat der Christian mir geschrieben, aber das haben wir schon durch. Weil wir inzwischen ein gutes Bild haben. Und Flo hat mir noch erklärt, dass Invades so lange gehen, bis der Gegner tot ist. Also, selbst wenn ich vor ihm abhaue oder fliehe,
Das Invade läuft so lange weiter, bis der Gegner tot ist. Okay. So, und jetzt gucke ich nochmal. Ich wäre jetzt gegangen nämlich auf... Blutiges... Nee. Hand of Malenia. Das wäre die Waffe, wo ich jetzt hingegangen wäre. Muss man eben gerade... Ich gucke jetzt mal eben. Hand of Malenia. Ich google kurz mal, nicht wundern. Hand of Malenia. Da muss man auch irgendwie wohl einen Boss oder sowas platt machen. Hand of Malenia. Requires Strength 16 und Dex 48. Shit. Dex 48. Wo sind wir gerade? Da sind wir ja noch richtig weit von entfernt. Tja, kacke. Dann würde ich sagen, latschen wir erstmal mit der Startwaffe noch rum. Ich gucke jetzt nochmal die Waffe, die mir... Ich muss nochmal kurz googeln. Die Waffe, die mir jetzt Flo nochmal gesagt hat. Die Mondschleier-Katana. Mondschleier-Katana. Keine Sorge, bin gleich durch mit dem Googeln, aber das ist halt wichtig. Elden Ring. Mondschleier-Katana. Mein MMO, so findet ihr das. Was ist das für eine Waffe? Gehört zu den Katanas in Elden Ring. Allein das würde schon reichen, damit es zur besten Waffe im Spiel gehört. Ist aber auch gleich die beste Waffe dieser mächtigen Kategorie. Deshalb gehört es in unseren Lasertipps auch zu Klasse und aktuell drei besten Waffen in Elden Ring. Eine weitere Waffe in Top 3. Wo finde ich die Waffe? Was sind die Eigenschaften? Was macht die Waffe so gut? Katanas werden in der Community aktuell als allgemein beste Waffe im Spiel gesehen. Laba. Okay. Ich guck mal gleich, wo wir, was man jetzt wirklich braucht, um sie zu tragen. Und dann holen wir uns vielleicht diese Waffe, wenn wir da jetzt schon rankommen. Ich weiß es nicht. Wir könnten sie theoretisch, wenn der Weisheitswert sie nur pusht, könnten wir sie ja trotzdem tragen. Ne? So, aber jetzt lass uns mal erstmal gucken. Wir gehen jetzt nochmal zurück in das Startgebiet. Ist das hier oben? Sturmhügel, ist das Stormwind Castle hier oben? Ist das das Schloss? Weil das dürfte dann eigentlich das Tutorialgebiet sein. Und ich würde da jetzt mal hingehen und ich würde gucken, ob wir jetzt da vielleicht was reißen können. Letztes Mal ging das gar nicht. Da wurden wir richtig weggepumpt, aber ich glaube, das ist das Tutorialgebiet, dieses Castle. Und da sollten wir jetzt wohl vielleicht auch mal nein. Deswegen, ich würde da jetzt mal hin teleportieren. Und dann würde ich einfach mal gucken, ob wir diesen Boss jetzt vielleicht mal legen können, damit wir da mal rein können. Also wir waren ja schon gar nicht so scheiße. Ah, warte. Blöd. Moment, stopp. Ach, vielleicht sollte ich doch eher vorgucken, wo es mit dem Schwert ist. Wir machen jetzt mal... Na, weil ich könnte natürlich jetzt... Warte mal. Moment, sorry. Man will halt keine Scheiße bauen, ne? Das ist nun mal so. Kriegsasche. Was geht denn damit eigentlich ab? Ich kann jetzt hier mein Schwert wählen. Kriegsasche, und da kann ich Kriegsasche auswählen. Zum Beispiel blutiges Ushigatana. Löst Blutverlust auf. Aha. Warum möchte ich... Ach so. Sturmstampfer? Ach so. Da geht der Schaden dann runter. Dafür ist das Leido dann blutiger Schnitt. Aber alles geht runter. Hier ist das Leido Sturmstampfer und hier ist das Leido Eiserner Wille. Was ist denn aktuell ausgerüstet? Ich versuche jetzt erstmal ein bisschen das mit den Waffen zu verstehen, weil ein bisschen Grundverständnis ist hier einfach wichtig. Sonst wirst du nie richtig gut in dem Game. Leido. Leido ist die Attacke, die ich sowieso habe und blutiger Schnitt würde dann wahrscheinlich Bluten hinzufügen. I guess. Nochmal wieder rasten, bitte. Kriegsasche. Was ist beim Schild? Da geht nichts. Beim Bogen geht nichts, aber fürs Schwert habe ich halt ein bisschen was. Hier ändert sich eigentlich nichts. Hier ändert sich was. Hier geht halt der Damage-Kram wirklich wieder runter, ne? Also Abwehr geht runter. Angriffskraft geht deutlich runter.
Dafür haben wir dahinter noch einen plus 33. Und jetzt ist die Waffe aktuell... Hier würde die von D nach C gehen, die Skalierung. Und hier bleiben wir bei D. Ich schnallet noch nicht so ganz, ne? Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal den eisernen Willen. Da bekommen wir plus 45 dahinter. Ich weiß aber nicht, was das plus 45 ist. Es ist blau. Was bedeutet es? Ich weiß es nicht. Ich mach mal den eisernen Willen. Standard, wertig. Ach, ich habe zwei von den Dingern. Ja, ja. Ich will bitte auch das Wertige. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht. Ich hoffe, das ist was Sinnvolles. Ich weiß es nicht so genau, ne? Bin ich jetzt einfach mal sicher. Ehrlich. Was wir dann noch machen könnten, bevor wir dahin gehen, wir können einmal nochmal zur Kirche. Die war ja hier, ne? Nee. Wo ist die Kirche? Ich finde die Map ja echt schön. Will des Wissens. Der ist doch die Kirche. Kirche von Elaine. Genau, da gehen wir mal eben hin. Ja. Könnten natürlich jetzt nochmal ein paar Schmiedesteine investieren und die Waffe generell nochmal verbessern. Und dann mal schauen, was abgeht. Moin! Hast du gegebenenfalls so ein paar Schmiedesteine am Start? Ah, it's you again. Ja, 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 ich bin always immer da. A pleasure. Care to purchase anything? Ja, was hast du denn so? Hast du Schmiedesteine? Nö, aber du hast hier so eine lustige Kettenhaube. Rüstungsmäßig haben wir auch noch gar nichts am Start, ne? Muss ich einfach mal sagen. Wir sind da echt noch ein bisschen... Was ist denn das für ein Ding? Rumpfingermedizin. Offenbart Koop- und Wettkampfrufzeichen. Ach so, das muss man jedes Mal kaufen, oder was? Alter, was? Nice! Ein Multiplayer ist schon immer ein bisschen komisch gewesen. Eine Notiz mit wichtigen Informationen. Ruinen eines Wegpunktes. Eine Notiz mit wichtigen Informationen. Können wir ja mal beide kaufen, ne? Wir haben gerade sehr viel Geld. Deswegen Gönnung. Gönnung. Er hat keine Steine oder sowas. Über das Heulen im Nebel. Goodbye. Ja, ich freue mich auch immer. So, eben den Schmiedetisch einmal öffnen. Waffe verstärken. Was könnten wir denn aktuell machen? Weil ich mein Schwert wieder zusätzliche Objekte benötigt. Okay, Schmiedesteine Stufe 1. Bräuchten wir 6, haben wir 2. Okay. Verlassen. Dann könnten wir mal versuchen, das wurde mir auch noch mitgeteilt. Wo war denn jetzt dieser Ring? Tafel der Gnade. Auf zur Tafel der Gnade. Da ist ja auch ein Schmiedehändler und da kann man Dinge kaufen. Mein Malus geht langsam runter. Ich habe keine Ahnung, was dieser eine Malus ist und was dieser Fingermalus ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann sie mir auch nicht ansehen. Das macht mich wahnsinnig. Ich weiß es nicht. Egal. Moin. You've met Garank, I take it. Then owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Cool. Danke. Wo ist denn hier der Schmied? Ich weiß leider nicht mehr, wo der war. Da ist er. Moin. Well, where have you been hiding? I took you for dead. Nö. Matter, it's all the same. Lay out your arms, then. Kriegsasche. Verkaufen. Kann ich bei dir nichts kaufen? Nö. Ich dachte, ich kann bei dir auch was kaufen, Junge. Ist hier nicht irgendjemand, bei dem ich was kaufen kann? Die will mich immer nur umarmen. Hallo. Alles gut bei dir? I am pleased to see you again. Ich freue mich auch. Would you like me to hold you once more? The blessing is still a flame in your breast, dear. Would you like to be held? Regardless? Du, ich freue mich immer, ne? Mach mal ruhig. Come closer. Ich freue mich immer, wenn man mich mal hält. Nimm mich mal in den Arm, ja.
Eben kurz eine Runde schmusen, ne? Komm her. Ja, komm mal rein. Guck mal, dieser wunderbare Schmusemoment mit vom Hahn. Warm. Dankeschön, das ist das Herz in meiner Brust. I was known as a deathbed companion. Where I come from, after I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay with the remains of an exalted noble. To grant him another chance at life, to do so is the purpose of my being. But before I could bear the noble into new life, I was awakened by the guidance of grace and chased from my birthplace. Pray, be kind. Despite all that, I still wish to be a deathbed companion. So please, let me hold you like this as often as it takes. Then good day to you, my dear. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Und euch, meine Lieben, wünsche ich auch noch einen schönen Tag, denn wir machen diese wunderschöne Umarmung, breaken wir jetzt erstmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.